Ich bin Bernhard Suter, ich bin eigentlich Informatiker, also professioneller Programmierer in dem Sinn, seit ungefähr 20 Jahren. Und ich beschäftige mich oder betätige mich auch etwas in der Nachwuchsförderung als Freiwilliger, dann hauptsächlich auf Gymnasialstufe. Und ich möchte etwas vorstellen, das in der Schnittmenge ist zwischen Open Education Resources und Informatik. Und das basiert ein bisschen auf diesen Erfahrungen. Im Besonderen die ganze Kultur, also das kommt CS Unplugged, weiß nicht, ob kennt jemand diese Bewegung? Okay, doch ein paar Leute, ursprünglich von einer Uni in Neuseeland. Ich weiß nicht, für die Leute im gewissen Alter so Unplugged, das ist so Eric Clapton, akustische Gitarre. Aber ich glaube, die beste deutsche Übersetzung, die ich gesehen habe, bevor ich das gemacht habe, das heißt Informatik ohne Strom. Also das ist eigentlich das für die deutsche Übersetzung. Eben wie gesagt, Informatik im Lehrplan 21, da gibt es ein Challenge, also sozusagen eine flächendeckende Einführung von Informatik in der Primarschule. Ich nehme an, die meisten Leute hier sind eher technisch affin und es hat bisher funktioniert durch die Begeisterung individueller Lehrpersonen, wo man viel cooles Zeug machen kann, ist auch viel gemacht worden. Aber um das dann jetzt flächendeckend auszubauen, müssen wir vielleicht etwas Einfacheres suchen. Und ich möchte eigentlich vorstellen, eben Informatik ohne Strom als wirklich ein etwas, wo man die Komplexität ein bisschen rausnehmen kann. Das ist immer ein bisschen das Ziel. Ich glaube, das war schon früher angesprochen worden. Was heißt Informatik in der Schule, auch von Finnland? Also ursprünglich geht es um ein Werkzeug. Wollen wir Nachwuchsförderung betreiben? Natürlich ein bisschen aus unserer Sicht. Ist Programmieren eine Kulturkompetenz? Müssen alle Leute ein bisschen verstehen, wie ein selbstfahrendes Auto funktioniert? Oder geht es um die Intuition? Geht es darum, dass heute Geisteswissenschaftler sehr viel Statistik und Programmieren machen müssen? Oder geht es darum, Programmierer auszubilden? Meine persönliche Ansicht vermutlich eher auf dem letzten Punkt hier. Darum eben versuchen wir uns so möglichst aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also oft Informatik wird ein bisschen zu einer Materialschlacht. Das ist auch ein bisschen, wir haben jetzt auch gesehen, also schon nur Laptop zu wechseln, kann problematisch werden und das kann dann das Ganze ein bisschen verunsichern. Oder auch aus der Erfahrung, also ich als Experte für Maturaarbeiten, oft geht irgendwie die Informatik dann verloren hinter der Logistik, hinter dem Downloaden von, das ist jetzt ein Android, die Android-SDK und so weiter. Also Anfänger verbringen dann sehr viel Zeit mit eigentlich der Mechanik des Ganzen und die eigentliche Informatik geht dann sehr oft verloren. Deshalb eigentlich versuchen wir uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, vielleicht am Anfang eigentlich das algorithmische Denken, also Problem lösen, Problemstrategien umsetzen in einen Algorithmus oder in ein Kochrezept oder ein Programm, wie man das nennen will. Das ist vermutlich ein misattributed Zitat, aber ich glaube, Dijkstra hätte das gern so gesagt. Oder vielleicht hat er es gesagt. Also Informatik ist als Wissenschaft, geht so wenig um Computer, wie es in der Astronomie um Teleskope geht. Also versuchen wir nicht, die eigentliche Essenz und den Inhalt zu verlieren hinter einem Berg von Maschinerien und Tools eigentlich. Es geht jetzt um CS Unplugged, also im Besonderen, das sind Open Education Resources von diesem Website. Sie haben jetzt einen neuen Website, also habe ich immer noch die Classic-Variante, das gibt es auch als Buch, das kann man sogar kaufen. PDFs kann man downloaden, unglücklicherweise sind die Mehrheit auf Englisch. Also das ist der ganze Katalog von diesen alten Aktivitäten, ursprünglich eben von der University of Canterbury. Es gibt auch sehr viele Videos von Leuten, die das dann durchspielen und aufnehmen. Hier zum Beispiel habe ich was gefunden von der PH Schweiz. Ein paar Übersetzungen auf Deutsch. Also das wäre so ein Anfang für die sich interessieren für diese Materialien. Es ist unter Creative Commons Lizenz. Auch eben richtig lizenzierte Open Education Resources.
die verschiedenen Gebiete. Also es geht um einerseits so große Themen, Datenrepräsentierung, Suchen, Sortieren, ganz klassische Informatikprobleme, programmierbare Maschinen, ein bisschen Kryptographie, ein bisschen auch sogar User Experience Design. Also zum Beispiel ein Beispiel wie an einem Kochherd, die Knöpfe und die Kochplatten zusammenhängen, wenn man sich das überlegt, oder Affordances, wenn man eine Tür sieht, wie öffnet man diese Tür, nach innen, nach außen und so weiter. Man kann das auch sehr, sehr einfach erweitern. Also man kann seine eigenen Materialien machen. Hier sind ein paar Beispiele von Dingen, die wir gemacht haben aus in freiwilligen Arbeiten in Schulen. Ganz einfach, zum Beispiel, wie funktioniert Textsuche anhand von Papieren, wo die Schülerinnen und Schüler dann zum Teil parallel arbeiten oder Index bauen und so weiter. Ich bin ehemaliger Network-Engineer, von dem her ist eines meiner Lieblings Themen ist das Internet durchspielen auf Papier mit Netzwerkadressierung in einem Raum, wo die Schülerinnen und Schüler sich dann Pakete auf Papier hin und her schreiben. Wie man gesagt hat, also YouTube, das geht zum Katzenvideo und Instagram geht zum Essen. Und für die richtigen Hardcore-Nerds eben haben wir ein richtiges Formular, das ist die bürokratische Version des Internets. IP-Pakete mit bis zu Durchschlägen und so weiter, dann kann man eben diese Daten dann ausfüllen. Ich glaube, das nächste geht dann ein bisschen in Network Security, also man kann dann Kryptographie machen, das ist nicht ganz so auf dem Standard von heute, aber so bis ungefähr so Erster Weltkrieg war das so State of the Art, also die Caesar-Cipher eigentlich, monoalphabetische Substitution, man kann das dann ein bisschen durchspielen, also das haben schon Schüler geschafft, dass diesen Code zu brechen, ganz einfach. Das ist sogar der richtige Code. Also K ist die. Und jetzt zum heutigen interaktiven Teil. Also ich habe da einen Komparator mitgebracht. Das ist ein Analog-Komparator, wie es in Ihrem Computer drin hat. Also man kann damit zwei Dinge vergleichen. Und ich habe auch ein bisschen analoge Daten. Und wie gesagt, also das kommt irgendwie vielleicht aus dem Schulfundus, wenn man gewisse Dinge hat, aus dem Physikunterricht. Sonst, ich glaube, das kommt von AliExpress und kostet ungefähr 15 Franken. Diese auch. Also ich habe ein bisschen Fisch, ein bisschen Blei drin und so weiter. Ich nehme das mal ein bisschen hier. Und jetzt das Problem, das wir heute lösen wollen, also jetzt brauchen wir ein Programm. Wie können wir einfach Daten finden? Aus der Bibliothek können wir vielleicht, wenn man das sortiert, dann geht es einfacher. Also jetzt versuchen wir jetzt diese Daten hier. Die sind alle haben ein verschiedenes Gewicht. Das müssen Sie mir glauben, oder Sie können auch kommen und das ausprobieren. Jetzt wollen wir diese sortieren. Das ist zum Beispiel ein Ausdruck aus dem CS Unplugged für eben dieses Sortierproblem mit Gewichten. Ich weiß nicht, kann mir jemand, ich bin jetzt der Computer, also ich habe da diesen Vergleich, ich kann den Speicher manipulieren, ich kann die Dinge hier ein bisschen rumstellen und so weiter und am Ende möchten wir gern, dass die gewichtsmäßig sortiert sind. Irgendjemand möchte mir ein Programm diktieren, ja? Je zwei auf jede Schale. Mhm, also sicher mal, also ich habe jetzt mal zwei. Nein, je zwei auf beide. Unglücklich. Okay. Also das ist dieser Komparator hat nur ein Bit Kapazität. Okay, da. Also hier kann man immer nur zwei, also aus dem Speicher kann man immer nur ein Register laden und ja. Irgendjemand? Okay. Das erste und das zweite nehmen, vergleichen. Wenn das erste größer ist, dass das zweite austauschen und dann so weit die ganze Reihe. Okay. Das ist, glaube ich, so ziemlich Bubble Sort oder so, das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Also, irgendjemand hat noch andere Idee? Ja? Mhm. Okay, das.
Das ist auch wieder Bubble Sword. Also ich finde den ein bisschen unintuitiv. Ich weiß nicht, Leute, die Karten spielen, also wenn man jetzt ein Kartenset aufnehmen will und die sortieren, weiß auch nicht, wie macht ihr das? Also wenn eine Karte aufnehmen und dann die zweite und so weiter. Ich glaube, vielleicht machen wir das mal so, das ist für mich am einfachsten, am wenigsten. Also ich fange jetzt mal irgendwie mal eine. Diese ist mal jetzt die erste Karte, die ist immer sortiert, weil es ja nur eine ist. Jetzt nehme ich mal eine zweite hier, zufällig, und versuche jetzt zu finden, wo geht die rein. Also zuerst mal, okay, diese ist leichter, also geht meine zweite hier daneben. Und jetzt nehme ich noch mal eine zufällig und jetzt muss ich rausfinden, wo geht die rein. Also geht die, also die ist mal leichter. Ist immer noch leichter. Also das heißt, jetzt haben wir hier ein Loch gemacht, wo die hingehört. Also jetzt haben wir drei Karten oder drei Gewichte in der Hand, die sind sortiert. Jetzt kommt die nächste dazu. Okay, ist die schwerer als dieses? Nein. Ah, okay. Jetzt haben wir das richtige Loch gefunden, wo das reingehört. Und das geht hier rein. Okay, noch die letzte Karte. Okay, die ist immer noch schwer. Okay. Ah, das ist leichter. Also geht's hier rein. Und wenn man, da habe ich die Lösung. Und ich glaube, dass der Sortieralgorithmus hat funktioniert. Also man könnte auch die Bubble Sort und so weiter durchführen. Es gibt noch verschiedenste Beispiele. Also hier habe ich ein schwedisches Beispiel, das heißt Quick Sort von IKEA. Also das hat sich jemand sozusagen als sehr, sehr nerdischer Witz erlaubt, sozusagen, wenn man Algorithmen als IKEA-Anweisungen designen würde, dann sähe das ungefähr so aus und das funktioniert tatsächlich. Also zur Illustration, die Quicksort funktioniert. Quicksort ist einer der schnellsten Algorithmen. Also es geht darum, dass man einmal ein zufälliges Element auswählt. Es braucht dann einen Zufallsgenerator unter den Dingen, die man noch braucht. Sie machen jetzt auf Höhe und dann, okay, jetzt haben wir dieses Datensatz und jetzt sortieren wir einfach mal die leichteren nach links und die schwereren nach rechts. An diesem zufälligen, okay, ich habe ein schwereres hier. Okay, und jetzt wissen wir, hier ist das Pivot, das Pivotal-Element, also das mittlere. Und wir haben jetzt hier unsere Gewichte sortiert in die leichter sind und die schwerer sind. Und dann können wir das im Prinzip das gleiche Prinzip rekursiv nochmal anwenden. Das heißt auch Herrsche und Teile oder Divide and Conquer ist ein Prinzip in der Informatik, das man oft gebraucht. Also man kann dann das Gleiche, wie man hier sagt, das Ganze nochmal anwenden auf den reduzierten Problembereich, zum Beispiel hier. Ups, okay, das ist schwerer. Das ist auch schwerer. Also von dem habe ich nicht viel gelernt. Ich weiß, dass die beiden sind jetzt alle schwerer. Okay, und jetzt habe ich hier diese zwei kann ich immer rausfinden. Ich habe das leichtere hier und das schwerere hier. Okay, jetzt habe ich dieses Subproblem hier ist sortiert. Hier habe ich nur zwei. Von dem her wird das in einer, jetzt habe ich ein bisschen betrogen, ich kann nur einen Speicherzugang aufs Mal. Ich habe hier das schwerere und das leichtere. Und man sieht, das braucht einiges weniger an Manipulationen mit diesem IKEA-Algorithmus. Und ich habe auch noch ein paar Videos gemacht. Ich glaube, das ist ein PDF hier, da kann man die nicht. Aber ich glaube, von der Einladung des Open Days hat es einen Link zu all den Videos mit dieser Analog-Hardware und so weiter. Also ich habe den Selection Sort, das war den wir demonstriert haben, der Insertion Sort. Selection Sort was, wo es darum geht, das nächst schwerere zu finden. Also man muss dann immer all die man noch nicht sortiert hat, vergleichen. Insertion Sort geht es darum zu finden, wo man das einfügen muss, was wir gemacht haben.
Quicksort, auch das, was wir schnell auch demonstriert haben, und dann noch Merge Sort, wo man dann ganz große Datensätze sortieren kann. Wenn sie schon sortiert sind, kann man sie kombinieren. Man kann das, ich denke, die Gewichte sind ein guter Teil, weil man da wenig betrügen kann. Was auch geht, zum Beispiel, sind Nummernschilder, wo die Schülerinnen und Schüler dann eine Nummer haben. Man muss dann vielleicht die verdeckt halten und dann irgendwie auf Befehl sagen, okay, immer nur zwei miteinander vergleichen. Das ist noch ein bisschen oft, weil wir Menschen, wir haben so ein riesen Computer Vision System hier, wir können ganz viele Daten parallel auffassen und aufnehmen. Wenn man das dann auch wirklich an mathematischen Schritt reduzieren will, dann muss man sagen, okay, ich kann immer nur zwei Elemente vergleichen. Es gibt auch eine interessante Variante mit Sortiernetzen, wo man dann da auf dem Pausenplatz irgendwelche Netze aufzeichnen kann und dann die Leute mit den Zahlen dann da durchgehen und sich miteinander vergleichen und am Ende in komplett sortierter Reihenfolge ankommen. Und das wär's, okay.